Hallihallo und willkommen zurück zum Adventure Game. Wir hatten ja in der letzten Folge die erste Etage soweit wirklich komplett abgeschlossen. Und ich habe jetzt schon mal angefangen mit der zweiten Etage. Das geht ja so los, dass man erstmal, wenn man hier runterkommt, auf diese Druckplatten tritt und damit hier seinen Checkpoint quasi sichert. Dass, wenn man dann aus der Instanz rausgeht und hier wieder reinkommen würde, dass man dann hier anfängt und nicht erst das erste Level nochmal komplett machen muss. Ich habe jetzt hier so schon mal ein bisschen angefangen soweit. Also ich habe einfach mal irgendwelche Gänge gezogen und ein paar Ideen eingebracht. Zum Beispiel bei diesem langen Gang hier sehen erstmal beide Enden soweit vollkommen identisch aus, wenn die Wände komplett zu wären. Und hier ganz in der Mitte habe ich mir gedacht, ich mache mal hier ein Drehfeld hin. Das heißt, über eine Glock wird dann erstmal hier dafür gesorgt, dass getestet wird, ob ein Spieler gerade in dem Bereich ist, also wirklich nur in diesem 3x3-Feld. Und das ist dann eine 20-Tick-Glock. Das heißt, es ist dann halt keine langsame, sondern die fragt wirklich jeden Game-Tick am Server ab, ob hier ein Spieler ist. Und sobald es mal der Fall ist, wird dann ein einziges Mal der Spieler um 180 Grad gedreht. Wenn er wieder weg ist, geht es wieder aus. Und wenn er wieder reingeht, wird das Drehfeld quasi wieder ausgelöst. Also sprich, pro Reingehen wird das Drehfeld einmal ausgelöst. Und es bezieht sich auch, da ich hier AdP benutzt habe, nur auf Spieler. Ich hatte mir gedacht, eventuell mache ich das mit AdE. Damit könnte man halt vielleicht alle Entities einfach umdrehen. Zum Beispiel, dass wenn man dann hier so einen Pfeil reinschießt, dass der erstmal zurückkommt. Aber im Endeffekt gibt es da halt auch so ein bisschen das Problem, dass zum Beispiel dann Leute, die vielleicht als Spectator unterwegs sind und den Leuten einfach hier zuschauen beim Spielen, die würden dann auch umgedreht werden und das ist schwierig zu verhindern. Ich meine, klar, ich kann dann natürlich Game Mode 0 testen, also mit hier diesem Attribut. Allerdings geht es halt auch wirklich darum, dass sich solche Sachen auf Leute beziehen, die in Instanzen sind. Und sobald es dann darum geht, dass auch Entities rumgedreht werden sollen oder generell halt sämtliche Entities, ja, das wird einfach schwierig, dann die verschiedenen Entity-Typen auseinanderzuhalten. Und das erhöht dann den Technikbedarf teilweise enorm. Also da hat man jetzt so vielleicht zwei, drei oder vielleicht vier Command-Blocks, wenn, also normalerweise zwei oder halt bis vier, wenn man eine richtige Glock noch daran haben will. Aber sobald die Sachen komplett umfassend getestet werden müssen, keine Ahnung, das sind auf einmal so 6 bis 10 Command-Blocks nötig für ein Drehfeld. Wir haben noch ein weiteres Drehfeld, und zwar, hier kommt man herunter, hier haben wir noch eins. Allerdings das funktioniert wiederum etwas anders. Das tickt langsamer, also nicht 20 Mal pro Sekunde, also nicht jeden Server-Tick, sondern mit einer normalen Clock, die ich glaube einmal alle 10 Ticks, also zweimal die Sekunde tickt. Und das sorgt einfach dafür, dass der Spieler, während er hier auf diesem 3x3-Feld steht, um 90 Grad weitergedreht wird. Also sprich, die Gänge sehen im Endeffekt am Anfang zumindest relativ gleich aus, weil der Spieler, wenn er hier runterkommt, hat erstmal mit Blindness zu kämpfen. Das heißt, man kann dann, um das mal ganz kurz zeigen. Man kann dann halt nicht allzu weit sehen. Und deswegen sehen hier erstmal alle Gänge dann soweit gleich aus. Man wird halt immer weiter gedreht um 90 Grad. So, dass es hoffentlich ein bisschen schwierig werden wird, hier noch die Orientierung zu behalten. Und das ist halt auch der Sinn dahinter. Ich mal gucken, vielleicht baue ich noch irgendwas ein, womit man das dann abschalten kann. Allerdings mein Hauptanliegen hierbei ist, dass man irgendwann halt diesen Twilight Torch Key hier findet und dadurch dann die Blindness halt verschwindet. Und dass man dann eben halt wirklich sehen kann, aha, die Gänge unterscheiden sich. Zum weiteren Vorhaben, was ich jetzt, oder wie ich es jetzt erstmal plane, wie das ablaufen soll. Wir haben jetzt hier einige Räume, die zufallsbasiert, also die auf jeden Fall jede von den Räumen enthält Loot. Ich habe hier dafür so diese Plätze, wo ich dann die Kisten draufstelle, schon mal vorbereitet. Und zufallsbasiert wird einer von diesen Räumen speziellen Loot beinhalten. Das wird dann wiederum einen Schlüssel bedeuten. Und diesen Schlüssel wiederum sollen wir dann für irgendeine bestimmte Tür nutzen können. Ich habe mir allerdings jetzt für die Türen, die wir hier haben, schon mal noch ein anderes Design überlegt, weil ich finde, dieser rote Sandstein, der wirkt irgendwie von der Farbe her ein bisschen wie verrostetes Eisen. Und auch, klar, wenn man rangeht, ist es halt roter Sandstein, aber ich mag einfach diesen Look von rostiger Eisentür irgendwie. Und insofern auch die Animation, die ich mir da schon mal überlegt habe, ist jetzt etwas länger. Ich habe das jetzt so gemacht, dass hier direkt ein Schlüsselloch in der Tür selbst ist, damit man den nicht irgendwo drumherum machen muss. Und dadurch, dass der hier ist, hier wird halt ein Schlüssel reingepackt oder vielleicht auch irgendwas anderes, das die Tür öffnen könnte. Und sobald das passiert, haben wir dann diese Animation.
weiß, es ist auch nichts total super, supi dupi Besonderes, aber es ist halt zumindest mal ein bisschen mehr. Und diese Art von Tür, das ist jetzt so eine Art von halt Einmaltür, das heißt, die wird definitiv nie wieder zugehen. Und ja, zumindest man würde dann auch gerade dadurch, dass die Animation ja verwendet wird, den Schlüssel oder womit auch immer man hat, das dieses Schlüsselloch öffnet oder die Tür öffnet, das würde man auf jeden Fall verlieren. Und in dem Zuge baue ich dann auch Dietriche ein, beziehungsweise ich habe bereits Dietriche eingebaut, auch wenn ich die Stellen, wo man die finden kann, nicht gezeigt habe und auch wahrscheinlich nicht zeigen werde. Allerdings mit Dietrichen wird man dann auch einige Türen in dem gesamten Spiel öffnen können, weil es einfach stellenweise zu wenig Schlüssel geben wird, absichtlich. Und dass man dann zum Beispiel 10 Türen hat, aber nur 3 Schlüssel. Und dass man insofern sich vielleicht aussuchen kann, welche Türen man öffnet. Allerdings ist das dann so eine Sache, wo ich halt auf keinen Fall dafür sorgen kann, dass man hinter jede Tür gehen muss. Denn wenn man nicht jede öffnen kann und vielleicht eine davon enthält das, wo man wirklich hin muss, dann das wäre halt katastrophal. Man würde es einfach nicht schaffen. In dem Zuge habe ich das auch hier noch vor, damit man diese Türen überhaupt öffnen kann. Es wird Schlüssel geben, auf jeden Fall. Es wird aber auch Türen geben, die zum Beispiel mit diesen Schlüsseln nicht zu öffnen sind, wo sie genauso aussehen. Also da wird man dann etwas raten müssen. Allerdings, ich werde hier noch irgendwo einen kleinen Hinweis hinpacken, dass diese Türen üblicherweise mit einem Stone Key geöffnet werden können. Und ja, das ist soweit zumindest teilweise der Plan. Ich muss jetzt wegen den Zufallskisten, die hier so hier und da rumstehen, nur dafür sorgen, dass die halt immer nach Norden schauen, also sprich in diese Richtung. Deswegen habe ich dann diese Halbblöcke auch so platziert, dass sie halt so drauf sitzt, die Kiste, also sprich so hier. Und teilweise ist es halt ein bisschen schwierig, also da muss ich teilweise noch irgendwie ein Feld mit anbringen, damit es irgendwie Sinn ergibt, dass die Kiste dann so dasteht und nicht irgendwie total sinnlos. Weil zum Beispiel, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so wirklich interessant sein mag, aber angenommen, die Kiste würde so hier draufstehen. Das würde irgendwie keinen Sinn ergeben. Dann würde man jetzt eher erwarten, dass sie vielleicht hier draufsteht und in die Richtung guckt. Allerdings bei den Zufallskisten, die habe ich jetzt halt auch mehr oder weniger leider so eingerichtet, dass sie nur in eine einzige Richtung gucken. Wahrscheinlich werde ich das hier am Ende dann so machen, weil es sich einfach so ergeben hat, dass dann, wenn man hier ist, ob man in entweder diese Richtung oder in diese Richtung geht, dass hier dann so 2 Treppen sind, die nach unten gehen. Und wahrscheinlich in verschiedene Bereiche, die dann unabhängig voneinander geöffnet werden können. Das ist so ein bisschen der Endplan jetzt erstmal. Und wir haben allerdings nichtsdestotrotz noch eine ganze Menge mehr, was wir hier so mit dem Platz machen können. Also man sieht hier auch, hier ist noch eine ganze Menge Platz. Und selbst der Platz, der von den oberen Etagen bereits genutzt wurde, den können wir im Prinzip wiederverwenden. Das ist mir mal so aufgefallen. Zum Beispiel dieser Raum hier. Hier ist eigentlich ein Rätsel für die obere Etage, also für den ersten Dungeon, wo dann hier irgendwelche Barriereblöcke in der Luft auftauchen, durch die man im Endeffekt dann den Weg durch diesen Raum schaffen kann. Erst halt hin zu diesem Knopf, dann hin zu dieser Tür. Aber im Endeffekt können wir diesen Raum auch von hier unten mitnutzen, zumindest als Durchgang. Ich kann es dann nämlich so einrichten, dass wenn man diesen Durchgang öffnet, dass dann vielleicht einfach hier oben eine Barriereblockdecke gesetzt wird. So dass man halt nicht irgendwie durch Enderperlen oder so nach oben kommt. Und dass der Spieler halt trotzdem diesen Platz hier unten dann nutzen kann, um zum Beispiel, um einfach hier durchzugehen. Dass zum Beispiel dann hier noch eine Wand aufgeht und hier noch eine Wand. Und schon haben wir noch so eine Kreuzung für ein paar Wege und haben dann auch diesen Platz direkt mitgenutzt. Und das. Klar, es geht nicht überall. Es gibt halt auch so manche Stellen, die halt komplett genutzt sind. Hier haben wir zum Beispiel noch was aus der letzten Folge, wo man runterfallen kann. Das ist so ein Rätsel, wo auch hier Boden dynamisch auftaucht und wieder verschwindet, damit man hier hinkommt. Oder auch hier haben wir diesen Bereich auch aus der letzten Folge, wo man Gegenstände oder Pfeile auf diese Flächen schießen soll. Allerdings hier gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, dass man irgendwie mal so hier durchlaufen kann, muss, soll oder so. Na, ich weiß noch nicht. Weil theoretisch ist es ja möglich, auch wenn ich jetzt hier so an dieser Stelle die Wand der jeweiligen Level vorgesehen habe, aber ich kann ja hier rein theoretisch noch ein weiteres Feld anfügen, wenn ich das möchte. Da sind wir jetzt nicht so extrem daran gebunden, dass wir hier den Abstand haben müssen. Und ich denke, ja, stimmt, also auf dieser Seite haben wir wirklich überhaupt nichts dergleichen. Nur an manchen anderen Seiten haben wir das so, dass zum Beispiel Sounds, die abgespielt werden sollen. Wobei, doch, das haben wir hier. Okay, das ist dann doch ein Problem. Das heißt, wir können eigentlich kein Feld anfügen. Zumindest nicht, wenn Sounds bei diesem Feld abgespielt werden sollen, denn die Sounds, und die werden hier abgespielt, indem einfach
Redstone-Blöcke hier zwischen die Command-Blocks gesetzt werden. Die werden dann auch direkt wieder entfernt. Aber die sorgen dann dafür, dass von diesen Command-Blocks aus gesehen in diese Richtung und nach unten hin Sounds abgespielt werden. Und wenn jetzt halt der Spieler gerade, sagen wir, hier an dieser Stelle wäre, also angenommen zum Beispiel hier wäre irgendwie ein Feld, der Spieler wäre hier, dann würden die Sounds, die zum Beispiel von diesen Command-Blocks ausgehen und die in diese Richtung gehen, den Spieler dort gar nicht erfassen. Die würden quasi an ihm vorbei rauschen oder vorbeigehen. Und insofern ist das halt schon irgendwo an zumindest manchen Stellen ein Problem. Allerdings, ja, selbst wenn dann, man kann ja eventuell Sounds vermeiden, um dieses Problem so ein bisschen ja, zu umgehen. Was es noch gibt, so eine Kleinigkeit, da muss ich mal gerade den Teppich hier wegmachen. Ich möchte auch Teleporterfelder einbauen, nämlich Teleporter, so wie man sie auch aus Dungeon Crawlern kennt. Und dafür hat mir dann auch unser Spieler den Logan ein bisschen geholfen, dass wir hier so einen Partikel-Gesamteffekt finden, bestehend aus drei, oder? Ja, doch, das müssen drei verschiedene Partikel sein. Die einfach so zusammen in Kombination so einen, ich finde eigentlich ganz schick, einen Teleporter-Effekt geben. Und ich mache das dann noch so. Hier sind da Teppiche drüber, damit im Endeffekt die Command-Blocks verbogen werden können. Die Command-Blocks selbst, und das schalten wir mal wieder ab. Die Command-Blocks selbst möchte ich dann nämlich direkt in den Boden packen, also sprich zum Beispiel hierhin, wo jetzt gerade diese Steine sind. Und wenn dann halt die Command-Blocks zu sehen wären, das wäre schlecht, deswegen dort dann Teppiche drauf, die nehmen soweit noch am wenigsten Platz weg. Ich hatte dazu erst noch, wie man es auch in dem Beispiel hier sieht, mit Halbblöcken versucht, allerdings ich möchte halt irgendwie nicht, dass der Boden dadurch wirklich einen halben Block höher ist. Und ja, wir haben ja doch ein bisschen rumprobiert, was es so an möglichen Partikelkombinationen geben könnte. Allerdings, ja, das hier hat sich soweit als, also der Effekt, den ich euch hier gerade schon gezeigt habe, hat sich soweit als eigentlich, finde ich, doch ganz ansehnlich erwiesen. Und ich denke, den werden wir auch nutzen. Und die Art und Weise, wie ich das jetzt mache mit dem Zufall, also dass halt eine von den insgesamt fünf Kisten eine bestimmte ist und die anderen vier komplett zufällig, das haben wir hier. Also wir haben erstmal zuallererst diese Kiste mit vor allem diesem Item drin. Also das soll man halt in einem der fünf Räume bekommen. Und sobald der Spieler dann diese Etage betritt, wird erstmal diese Hauptglocke für die Etage aktiviert, die dann hier wiederum periodisch einen Redstone-Block platziert. Und ich mache das mal ganz kurz weg, um es trotzdem mal zu demonstrieren. Hier, okay, das sollte passen. Wenn wir das hier machen, man sieht, das verschwindet sofort wieder. Und hier unten wird dann zufallsbasiert manchmal, also vielleicht beim ersten Mal, vielleicht beim zweiten Mal oder irgendwann zumindest, eine von den Comparators eine Signalstärke von 3 rausgeben, weil wir nämlich in den Droppern hier jeweils ein Schwert haben und ansonsten halt nur 64-fach stapelbare Items. Und da zum Beispiel hätte es wahrscheinlich jetzt hier ungefähr geklappt. Und das heißt halt, sobald eins davon Signalstärke 3 rausgibt, würde dann diese Kiste an den Ort bewegt werden. Also bewegt im Sinne von, dass sie dann nicht mehr dort steht, wo sie eben noch war, sondern zum Beispiel an diesem Ort. Sobald dann anschließend gemessen wird, also es findet auch direkt noch ein Test statt, nämlich durch diesen Command-Block, ob die Truhe noch da steht. Sobald die nicht mehr da steht, wird dieser Mechanismus hier blockiert. Und dieser Mechanismus hier wird entblockt. Also von dem Moment an fängt dann das Zufallstruhenzeug an. Sprich, dann haben wir halt die statische Truhe oder die feste Truhe platziert. Und diese fünf sind hier davon da oder dafür da, dass ja die Zufallstruhen dann an die freien Plätze bewegt werden. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich das in den früheren Folgen mal genauer beschrieben hatte. Allerdings, das läuft so ab. Wir haben ja einen einzigen Platz, wo die Zufallstruhen erzeugt werden. Und zwar, das müsste, glaube ich, na genau, da hinten. Ein einziger Platz, wo die erzeugt werden. Sprich, die werden halt hier drin erstmal komplett aufgefüllt und dann hier raus bewegt. Und sobald die hier sind, von dem Ort können wir sie wiederum entnehmen. Das ist dann zum Beispiel sowas hier. Und dieser Mechanismus hier, der sorgt einfach nur dafür, dass hier immer wieder eine neue Zufallstruhe bereitgestellt wird. Das wiederum nutzen wir dann eben, um die verschiedenen Plätze, wo wir eine Zufallstruhe haben wollen, zu überprüfen. Also wir testen zum Beispiel bei diesem ganz mittleren, ob an einer bestimmten Stelle eine Truhe ist. Sollte dort schon eine Truhe sein, dann wird der Comparator das Signal hier reingeben und dafür sorgen,
dass der benachbarte Repeater gelöscht wird. Und insgesamt 3 Ticks später, weil der Verzug ist um 1 Tick, der hier um 4 Ticks, also Differenz von 3 Ticks, 3 Ticks später würde dann ansonsten dieser Command-Block ausgelöst werden, der die Zufallstruhe an den jeweiligen Ort bewegt. Das ist dann so, das wird natürlich dann alles auf einmal angesteuert, sprich, wenn zum Beispiel noch 4 Zufallstruhen oder noch 4 Positionen fehlen, also frei sind, sodass da im Prinzip eine Truhe platziert werden könnte, dann wird trotzdem nur der zuallererst ausgeführt wird, die jeweilige Zufallstruhe bekommen. Und das ist dann halt ein Prozess, der sich im Laufe von vielleicht 20, 30 Sekunden so aufbaut und dann werden halt nach und nach die Zufallstruhen platziert. Ich denke auch mal, dass es ein bisschen dauert, ist jetzt nicht weiter schlimm, weil man wird ohnehin nicht direkt an die Orte kommen, wo die Zufallstruhen zu finden sind. Und wenn man jetzt nicht gerade X-Ray benutzt und damit durch die Wände guckt, dann sieht man auch nicht gerade, dass die Truhen erst auftauchen mit der Zeit. Insofern, das ist im Prinzip die ganze Mechanik dahinter. Das ist jetzt eigentlich, finde ich zumindest, jetzt nicht ganz so kompliziert. Und was wir hier jetzt noch machen, ich habe mir mal gedacht, damit wir diesen Raum hier richtig noch ein bisschen nutzen können, werden wir erstmal, also das ist ja wie gesagt der Raum, den wir in der vorherigen Etage bereits hatten, dass wir einfach den Boden hier so ein bisschen umgestalten. Und auch wenn ich es jetzt noch nicht zeigen kann, das werde ich eventuell in der nächsten Folge mal zeigen, wenn man hier diesen Durchgang erstmal öffnet, also sprich, indem man halt hier so eine Steinscheibe reinlegt, nämlich so eine, dann wird man erstmal vorfinden, dass der gesamte Boden komplett voller Feuer ist. Und es ist eigentlich, wenn man nicht gerade Feuerresistenz hat, dann kein wirkliches Durchkommen. Das ist einfach nur eigentlich reines Effektshalber. Effektiv habe ich dann vor, oder effektiv ist es eigentlich schon soweit fertig, dass dann die 4 Ecken, also jeweils diese 2x2 Felder, mit Netherrack gefüllt sind und auf dem Netherrack eben Feuer, das deswegen nicht ausgeht. Hier in der Mitte wiederum haben wir, was auch jetzt schon so ein bisschen markiert ist, dann ein Feld, das, oder was heißt ein Feld, ein Pluszeichen eher, wo der Spieler im Endeffekt wird drauf langlaufen können. Nur dass das Feuer eben halt auch auf diesen Blöcken platziert wird, nur hier in der Mitte geht's halt, oder bei dem Plus geht's im Endeffekt dann nach einer Weile aus. Das ist eigentlich der ganze Effekt dahinter. Also das hat keinen unbedingt tieferen Sinn, außer wenn mir da vielleicht noch einer einfallen sollte, so von der Story her vielleicht. Aber dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal noch 3 weitere Durchgänge, was man hier irgendwie mit einflechten könnte. Und damit der Spieler dann natürlich diesen Teleporter nicht benutzt, wird noch diese Wand einfach nach hier verschoben. Damit haben wir dann hier auch direkt einen Durchgang. Also das sind direkt 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, auch wenn ich keine Fliegen schlagen sehe. Und ja, ich meine, wir haben jetzt eine ganze Menge Wege im Prinzip, die der Spieler gehen kann. Und ich denke mal, das ist für die 2. Etage hier eigentlich gar nicht mal so schlecht, denn man kann halt, wenn man es schaffen sollte, hier lang gehen zum Beispiel, weil hier ist ja, wie schon gesagt, das fiese Drehfeld. Und dann wird halt hier noch irgendwas sein, was wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein wird. Dazu dann... das mit der Steinscheibe, das kommt wahrscheinlich erst ein paar Schritte später. Dann wird hier noch irgendwas hinkommen. Und, also ein weiterer Gang. Und selbiges auch noch hier. Also man hat hier wirklich dann schon so ein kleines gewisses Labyrinth. Allerdings, man kann eben halt den ersten Schritt wirklich damit verbringen, erstmal die Twilight Torch zu finden, also diese hier. Damit man die Dunkelheit erstmal wegbekommt. Natürlich nur, wenn man es weiß. Ich werde wahrscheinlich dazu, wenn man so hier reinkommt, noch irgendwie Schilder hier platzieren. Und nicht wundern, die Barriereblöcke, die habe ich erstmal doch hier hingemacht, weil ich habe hier einige Spawner platziert mit Monstern, die im Prinzip den Sinn haben, die Schlüssel für die Türen hier zu droppen. Also die Schlüssel, die man halt hier einsetzen soll. Und diese Monster könnten halt rein hypothetisch auch hier drauf laufen. Und das möchte ich einfach nur verhindern. Insofern ist hier halt jetzt eine komplett barriereblockbasierte Wand und die wird einfach entfernt, wenn jemand auf die Druckplatten läuft. Und das kann halt im Prinzip nur der Spieler sein. Wenn er nicht gerade die, ich glaube, Zombies waren das, die einem hier begegnen, da drauf lockt. Allerdings, ich glaube, bis man die da drauf gelockt hat, ist man als Spieler schon selbst drauf gelaufen. Also insofern dürfte sich das eigentlich ausgehen. Aber ich denke mal, das ist soweit. Für den ersten Eindruck von der 2. Etage denke ich erstmal ausreichend. Es wird natürlich noch viel, viel weitergehen. Also ich habe fast den Eindruck, als ob wir hier an der 2. Etage noch ein paar Folgen lang sitzen werden. Und ja, ich werde euch dabei natürlich auf dem Weg sehr gerne mitnehmen, soweit ihr das sehen möchtet. Und wenn nicht, weil es sind ja im Prinzip auch Spoiler dabei, ihr müsst es natürlich nicht gucken. Ihr könnt ebenso gut auch einfach abwarten, bis das ganze Spiel fertig ist. Nur das wird noch eine Weile dauern, denn es sind insgesamt halt 27 Etagen. Und wir sind bei Etage 2.
Ja, also das wird halt noch ein bisschen dauern. Insofern, ja, ich werde es auf jeden Fall weitermachen und in dem Sinne, danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.